Hi Leute, ich bin Kadim, willkommen zurück zu einem neuen YouTube-Video. Heute gibt es ein Fantasy-Buch-Empfehlungsvideo und zwar habe ich einen Kommentar bekommen und ich habe es ein bisschen hinausgezögert, wenn ich ehrlich bin, einfach weil ich noch ein paar mehr Fantasy-Bücher lesen wollte, um einfach ein paar andere Bücher auch noch mit zeigen zu können, weil ich bin jetzt nicht der größte Fantasy-Leser. Die meisten meiner Empfehlungsvideos bestehen aber zum Großteil aus Romance-Büchern. Ich habe eher weniger so mit Fantasy-Büchern gemacht und dann ist mir das aufgefallen und dann habe ich in diesen letzten, vor allem dem Winter- und dem Herbst-Empfehlungsvideo versucht, ein paar Fantasy-Bücher mit reinzutun. Wie gesagt, ich bin nicht der größte Fantasy-Leser. Die meisten Bücher werden wahrscheinlich euch im Begriff sein und auch sehr basic sein. Ich habe jetzt ein Buch nicht mit reingenommen, was ihr wahrscheinlich erwarten werdet, weil ich habe sehr oft darüber gesprochen auf meinem Kanal, deswegen habe ich es dieses Mal nicht reingetan, aber um es einfach nochmal zu erwähnen, The Invisible Life of Addie LaRue. Dankeschön. Und ja, deswegen würde ich einfach mal sagen, wir starten direkt mit dem ersten. Ich versuche natürlich wieder den Inhalt irgendwie wiederzugeben, aber das ist bei Fantasy-Büchern für mich immer sehr schwierig. Starten wir mit dem ersten. Ich wollte von der Autorin unbedingt was reinnehmen und es sollte mittlerweile, glaube ich, jeden ein Begriff sein. Throne of Glass. Ich habe mir überlegen, ACOTAR oder Throne of Glass, aber ich fand Throne of Glass besser als ACOTAR, selbst wenn ich ACOTAR total liebe, aber ich würde trotzdem mit Throne of Glass gehen. Also das, was ich jetzt noch weiß und ich glaube, es ist eigentlich recht gut erstmal. Es geht um Selena, sie ist Assassinin und wurde zum Tode verurteilt und dann kommt Carol, er ist Captain der Leibgarde, würde ich jetzt mal sagen. Und ja, bietet sie eine Chance zum Überleben an. Dass Dorian der Prinz sie quasi ausgewählt hat, einen tödlichen Wettkampf zu machen. Und wenn sie den gewinnt, kriegt sie ihre Freiheit zurück. Das war's so basically. Im ersten Teil. Die Story ist natürlich viel, viel ausgereifter. Und das ist wirklich nur der Anfang. Und hat, wenn man das im Vergleich zu den anderen Büchern sieht, eigentlich gar nicht so wirklich viel mit der Reihe zu tun. Ich kann trotzdem mal versuchen, den Klappentext vorzulesen. Natürlich den deutschen, nicht den englischen. Ich lasse jetzt mal die Nachnamen weg, okay? Selena ist jung, schön und zum Tode verurteilt. Doch dann taucht Carol, Captain der Leibgarde, auf und bietet ihr eine einzige Chance zum Überleben. Kronprinz Dorian hat sie dazu ausersehen, einen tödlichen Wettkampf zu bestreiten. Wenn es ihr gelingt, für ihn 23 kampferprobene Männer zu besiegen, wird sie ihre Freiheit wieder erlangen. Beim gemeinsamen Training mit Captain Westfall, also Carol, findet sie immer mehr Gefallen an den jungen, geheimnisvollen Mann. Und auch der Kronprinz lässt sie nicht kalt. Zeit, über ihre Gefühle nachzudenken, bleibt ihr allerdings nicht. Denn etwas abgrundtief Böses lauert im Dunkeln des Schlosses und es ist darum zu töten. Das ist so basically der Anfang von der Story. Also es ist so ein bisschen Love Triangle mäßig, aber ich finde, so die Liebesbeziehung an sich ist in den Büchern sehr zweitrangig. Als ich den ersten Klappentext einfach nur gelesen hatte, ich hatte nicht wirklich Lust darauf. Ich habe ACOTAR gelesen, worauf ich auch eher weniger Lust hatte, aber das habe ich ja dann mit Nancy im Bodyread angefangen. Ich kam dann einfach auf diesen Sarah J. Maas Book Talk und habe Memes und alles gesehen. Und halt auch um Selena und Throne of Glass, obwohl ich nichts davon gelesen habe. Ich wusste halt schon ein paar Sachen. Hat es mich gewundert, was so am Anfang ist, weil ich diesen Klappentext wieder total vergessen habe, weil es schon wieder Ewigkeiten her gewesen war. Dadurch, die Reihe ist 7 Teile lang. Und ich kann sie auf jeden Fall nur empfehlen. Also falls ihr ACOTAR gelesen habt, aber Throne of Glass noch nicht. Throne of Glass ist, würde ich behaupten, viel, viel besser als ACOTAR. Was die Story auf jeden Fall angeht. Dann habe ich ein deutsches Fantasy-Buch, was auch nicht so krass gehypt wird. Und zwar Two Sides of the Dark von Lexi, also Alexander Flint. Ich glaube, ich habe schon mal irgendwo gezeigt. Hier geht es um Tyler. Sie ist so ein Experiment von einem Forschungslabor, die Genmanipulation durchführt. Alle haben irgendwie eine andere Kraft. Dieses Forschungslabor, Emmerdale, wird überfallen oder zerstört oder irgendwie war da sowas auf jeden Fall. Wurde Tyler daraus gezogen und ist jetzt auf Flucht mit dem Doktor, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und dadurch fängt sie ein ganz normales Leben in Los Angeles an, wo sie in ihrem Studium war, das glaube ich, Joe kennenlernt, der sein Bein verloren hat. Und
alles scheint einfach in so eine normale Richtung zu laufen, selbst wenn sie kein normales Mädchen ist. Ich glaube, ich habe das wirklich in meinem Beginner-Guide gezeigt, weil es ist ein Urban Fantasy, deswegen ist es ziemlich einfach zu lesen. Ich fand die Art, wie es Lexi geschrieben hat, ziemlich anstrengend teilweise zu lesen. Aber von der Story ist es auf jeden Fall einfach zu verstehen. Dann kommen wir zu einem Buch, was ihr wahrscheinlich auch schon öfters gesehen habt. Da müsste ich gleich den Klappentext raussuchen, weil ich kann es auf jeden Fall nicht zusammenfassen. Ich glaube, ich habe es einmal versucht, aber das ist schrecklich. Und zwar einmal The Atlas Six. Ich muss Band 2 noch lesen. Ich weiß nicht, wie die Story weitergeht. Und es war sehr komplex. Also das ist auf jeden Fall nichts Einfaches zu lesen. Wenn ihr es auf Englisch lesen wollt, dann nehmt euch auf jeden Fall Zeit dafür. Wie es auf Deutsch ist, weiß ich jetzt nicht unbedingt. Vor allem ist es mittlerweile extrem anstrengend, etwas zu lesen, ohne meine Brille aufzuhaben. Aber na gut. Die Bibliothek von Alexandria ist niemals untergegangen. Sie verwahrt im Verborgenen seit Jahrtausenden die dunkelsten Geheimnisse der Menschheit. Alle 10 Jahre bekommen die talentiertsten MagierInnen ihrer Generation die Möglichkeit, das uralte Wissen zu studieren. Jene, die die Intention überstehen, erwarten ungeheuer Reichtum und Weisheit. Doch von den 6 Auserwählten werden nur 5 überleben. Dieses Mal sind dabei Libby, Nico, 2 begnadete Physiomagier von der New York University of Magical Arts, die einander nicht ausstehen können. Die Telepathin Parisa und der Empath Callum, beide Meister der Manipulation. Tristan, der zynische Sohn des Londoner Gangsters, der jede Illusion durchschauen kann. Und Rainer, eine mysteriöse Naturmagierin aus Japan. Zwischen den mächtigen Adepten, keine Ahnung, beginnt ein Spiel auf Leben und Tod. Ich habe mehr von der Story jetzt verstanden, als ich es gelesen habe. Was mir hier dran auf jeden Fall gefallen hat, war dieser ganze Vibe, also hat ein bisschen Dark Academia Vibe. Die Konstellation von den Charakteren, dass man nicht jeden Charakter mag, aber mit den Charakteren auskommen muss, weil es diese auserwählte Gruppe ist. Da sind auch ein paar Plot-Twists drin und so, die ich eigentlich ganz interessant fand. Ich mochte es wirklich gerne. Wie gesagt, es war ein bisschen anstrengend zu lesen, aber ich bin auf jeden Fall interessiert daran, weiterzulesen. Auch wenn ich jetzt nicht mehr so wirklich viel im Kopf habe, was genau passiert ist. Dann kommen wir zu einem Buch, was ich extrem geliebt habe und ich glaube, viele kennen das Buch mindestens vom Cover. Die es gelesen haben, werden es wahrscheinlich auch geliebt haben. Ich kenne kaum jemanden, der das Buch schlecht fand. Deswegen Shatter Me. Ich habe das einmal bei Bianca im Hintergrund stehen sehen, also bei Bianca Iosivoni, und war so voll interessiert daran, was ist das für ein Buch, und ich habe geguckt. Aber ich wollte es halt nicht auf Englisch lesen, weil ich war ja noch nicht so wirklich into Englisch. Das war ganz, ganz am Anfang, wo ich angefangen habe mit dem Lesen. Und da war ich so, nee, ich traue mich an Englisch jetzt nicht ran. Und dann habe ich ja angefangen, Englisch zu lesen, und ich war so, es muss jetzt mit. Ich bereue es nicht. Ich war so hin und weg von dieser Reihe. Ich habe sie verschlungen. Innerhalb von einer Woche habe ich alle Bänder gelesen. Ich glaube, es waren 6 Tage oder so. Teilweise, ich weiß, dass ich an einem Tag 2 Bänder gelesen habe. Shatter Me habe ich am 5. Juli 2022 beendet. Und Imagine Me habe ich am 8. Juli beendet. Ich habe die Reihe in 3 Tagen gelesen. In 3 Tagen? Ich dachte, es war eine Woche. Hier. Ich weiß nicht, ob man das sieht wegen dem Licht hinten. Okay, eigentlich 4, weil ich habe Shatter Me am 4. Juli angefangen, wie man hier sieht. Dementsprechend, ich war sehr hin und weg von dieser Reihe. Weil ich fand die Story wirklich sehr interessant. Es war mal was komplett anderes, obwohl die Bücher ja auch älter sind. Also ich glaube 2011 oder 2013 wartet. 2011. Und es ist Young Adult Fantasy, also es ist auf jeden Fall sehr einfach zu lesen. Selbst auf Englisch war es sehr gut verständlich. Ich glaube, mittlerweile sollten alle Teile auch mit dem normalen Cover auf Deutsch erhältlich sein. Jedenfalls ist es angekündigt gewesen. Ich habe das nicht auf dem Schirm, weil ich habe sie ja alle auf Englisch da. Ich guck mal, was im Klappentext steht. Ich weiß nämlich nicht, wie ich das zusammenfassen soll. Ihr Leben lang war Juliette einsam eine Ausgestoßene, ein Monster. Ihre Berührung ist tödlich, man fürchtet sie, hat sie weggesperrt. Bis die Machthaber einer fast zerstörten Welt sich ihrer als Waffe bedienen möchten. Doch Juliette beschließt zu kämpfen gegen die, die sie gefangen halten, gegen sich selbst, das Dunkel in ihr, für ihre Liebe und für den Zauber der Berührung. Das steht im ersten deutschen Klappentext. Ich finde, das ist ganz gut kurz zusammengefasst, aber gleichzeitig ist es dem auch nicht so wirklich recht, finde ich. Juliet denkt halt wirklich sehr schlecht über sich und ist halt die ganze Zeit in einer dunklen Zelle eingesperrt
und wird langsam verrückt. Sie zählt die Tage, wie lange sie dort drin ist. Sie bekommt einen Zellpartner und irgendwann wird sie halt da rausgeholt, weil sie halt als Waffe benutzt werden soll. Ja, dann ist sie erstmal nicht mehr in dieser Zelle drin, aber ist trotzdem nur eingesperrt in diesen Sektor. Es geht darum, dass sie im ersten Teil davon flüchten möchte. Und ja, das, was an dieser Story halt für mich am besten ist, ist diese übelst krasse Charakterentwicklung. Und ich glaube, da kann mir wirklich jeder zustimmen, der das Buch gelesen hat. Abgesehen davon, dass die Liebesgeschichte hier und Aaron... Kenji! Jetzt guckt sogar mein Kater judgend. Egal, never mind. Die Charakterentwicklung von Juliet, wie sie hier im ersten Band ist, zum Vergleich zum letzten Band, ich werde jetzt natürlich nicht wirklich viel darüber sprechen, ist einfach extrem krass und das hat mich so krass inspiriert. Es hat einen guten Humor, alleine nur wegen Kenji. Dann kommen wir zu einem Buch, was vielleicht ein bisschen mehr die Leute ansprechen wird, die auch eher in Fantasy einsteigen wollen. Ich habe das auch mal in meinem Beginner-Guide gezeigt gehabt, weil es eine Märchenadoption ist, beziehungsweise die ganze Reihe ist eine Märchenadoption. Und ich finde es nämlich immer ziemlich einfach, Märchenadoptionen zu lesen, dadurch, dass man im besten Fall das Märchen kennt. Ich habe jetzt wieder vergessen, den Schutzumschlag umzumachen. Und zwar habe ich hier einmal von Marissa Meyer Wie die Mole so silbern. Hier, ich kann das immer so euch zeigen. Das ist der erste Teil und ich glaube, sie kommen auch im Moment alle als Taschenbuch raus. Ich habe alle als Hardcover hier, weil mir Teil 1 und 2 zum Geburtstag geschenkt wurden. Ich habe sie mir auf Empfehlung gekauft von einem Video, was Annabelle Steh gemacht hat. Und da hat sie die gezeigt. Und ich fand das so interessant, als sie gesagt hat, Cinderella, aber ein Cyborg. Ich war hin und weg. Ich so, ich muss das lesen. Also es geht hier um Cinder, die, wie gesagt, ein Cyborg ist. Lebt mit ihren bösen zwei Stiefschwestern zusammen. Beziehungsweise die eine ist gemein, mit der anderen versteht sie sich wirklich sehr gut und liebt sie extrem. Sie repariert Dinge. Komme gerade nicht auf das Wort, das ich suche, aber ich hoffe, das ist okay. Es ist auf jeden Fall ein bisschen futuristischer. Also halt, okay, was kann man bei einem Cyborg erwarten? Kai ist der Prinz und der wollte, glaube ich, von Cinder irgendwas repariert haben. Ja, die verstehen sich halt wirklich sehr gut, aber er soll Lenora heiraten, die Königin von Luna. Ja, irgendwie so kann man das, glaube ich, zusammenfassen. Ich glaube, das ist okay. Im zweiten Teil geht es um Rotkäppchen. Da lernt man dann Scarlet kennen. Scarlet ist quasi Rotkäppchen. Und dann vermischen sich so die Storys und das ist eine große, ganze Story. Im dritten Teil geht es um Rapunzel und im vierten Teil geht es um Schneewittchen. Und ich fand das wirklich sehr interessant, auch wie das alles aufgebaut war, weil es halt nicht das war, was ich erwartet habe, dass das so alles so ein bisschen futuristischer halt ist. Ich mochte es extrem gerne. Ich liebe diese ganze Klick. Ich will es rereaden, aber ich habe einfach keine Zeit dafür. Und dann kommen wir zu meinem ersten Fantasy-Buch, das ich gelesen habe. Und zwar ist es ein New Adult Fantasy-Buch, also es ist auch mehr so Urban Fantasy. Und zwar Midnight Chronicles. Ich glaube, im deutschen Sprachraum, wo es rauskam, was ich so mitbekommen habe, war das jeden ein Begriff. Ob es immer noch so ist, keine Ahnung. Ich habe mal gehört, es soll so ähnlich sein wie Shadowhunters. Mir wurde es dann empfohlen, damit anzufangen, Fantasy zu lesen, weil es nicht so krasse Fantasy-Aspekte hat, einfach weil es Urban Fantasy ist. Ich habe ins Hörbuch reingehört, ich mochte es eigentlich ganz gerne, habe das Buch gekauft. Ersten Teil. Die Story ist ein bisschen anders aufgeteilt. Es ist von Bianca Iosivoni und Laura Kneider geschrieben. In Band 1, 3 und 5 geht es um die Story, die Bianca schreibt. Natürlich sind alle irgendwie zusammenhängend, aber Laura hat ihre eigenen Pärchen und eigene Werdegänge, damit sich das nicht so wirklich überschneidet. Weil, ich sag mal so, hier geht es um Roxy und Shaw und die beiden sind so meistens zusammen unterwegs. Deswegen erleben die halt ihr basically eigenes kleines Abenteuer. Ich lese euch einmal den Klappentext von Band 1 vor. 449 entflohene Seelen, 449 Tage, um sie zurück in die Unterwelt zu schicken. Roxy weiß, dass ihre Mission so gut wie unmöglich ist. Dass sie jetzt auch noch ein Auge auf den mysteriösen Shaw haben soll, der von einem Geist besessen war und seitdem keinerlei Erinnerung an seine Vergangenheit hat, passt ihr daher gar nicht. Vor allem, weil das Kribbeln zwischen ihnen mit jedem Augenblick, den sie miteinander verbringen, heftiger wird. Und das ist nicht nur für Roxys Herz gefährlich, sondern auch für ihr Leben. Und es gibt so verschiedene Hunterarten und dadurch, man geht jede Hunterart quasi durch Lauras Teile,
weil da gibt es andere Pärchen und die sind natürlich andere Hunter. Und hinten gibt es nochmal einmal so ein Personenverzeichnis und so eine Zusammenfassung, wer, was, welcher Hunter und was machen die. Und ja, ich mochte es wirklich richtig gerne, weil das ist so mehr so dieses Type of Thing, was ich gerne lese. Dann kommen wir zu einem Buch, weil ich The Invisible Life of Adi LaRue hier nicht reinnehmen wollte. Nehmen wir einfach ein anderes Buch von V.E. Schwab. A Darker Shade of Magic. Das habe ich jetzt gelesen. Ich weiß nicht, wie es im weiteren Verlauf ist. Ich habe Band 2 und 3 immer noch nicht gelesen. Es gibt 4 Farben der Magie. Im roten London befindet sie sich im Gleichgewicht mit dem Leben. Im weißen wird die Magie versklavt, kontrolliert, unterdrückt. Dem grauen London ist sie fast abhanden gekommen. Und im schwarzen London hat sie das Leben selbst verzirkt. Als einer der wenigen Antari springt Cal zwischen den verschiedenen Welten hin und her. Doch er führt ein Doppelleben. Er ist Botschafter der Könige, aber auch ein Schmuggler. Eines Tages wird ihm ein schwarzer Stein zugesteckt, der von dem weißen London ins Grau transportiert werden soll. Dass es sich um ein mächtiges magisches Artefakt handelt, merkt er erst, als er sich von einem gefährlichen Feind verfolgt sieht, der ihm das gute Stück abjagen möchte. Und dabei vor keinem Mitteln zurückschreckt. Auf der Flucht trifft der Magier die gewitzte Diebin Delilah Bard, die Cal zunächst ausraubt, ihm dann aber hilft. Allerdings erwartet sie eine Gegenleistung von ihm. Bei mir ist es einfach dieses Ding, V.E. Schwabs Bücher sind einfach so gut geschrieben und süchtig machend einfach. Und ich liebe sie einfach. Ich glaube, sie ist meine Favorite Fantasy-Autorin. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt darauf, Teil 2 und 3 zu lesen. Und dann kommen wir zum letzten Buch, und zwar Blood and Ash. Irgendwie habe ich immer das Gefühl, dass Blood and Ash irgendwo immer bei diesen letzten Büchern mit auftaucht. Dieses Buch hat mich verschlungen. 2022 habe ich das, glaube ich, angefangen, im Dezember. Das war mein letztes Highlight auf jeden Fall. Ich war komplett into der Story und es hat mich auf jeden Fall direkt überzeugt gehabt. Ich kann verstehen, dass Leute sagen, es ist einfach viel zu lang mittlerweile. Es gab Momente in der kompletten Reihe, wo ich mir dachte, okay, ist jetzt doch ein bisschen zu sehr gestrickt. Ja, okay, das hätte man weglassen können. Und die Spicy-Szene war jetzt vielleicht nicht so nötig. Und es sind immer so Klötze. Also, das sind nicht die dünnsten Bücher. Aber ich fand vor allem der Storyverlauf von Band 1 und 2 extrem gut. Einfach, weil es war so zwei verschiedene Dinge. Es ist ein guter Fokus auch draufgelegt um die Liebesgeschichte. Deswegen war es vielleicht auch teilweise ein bisschen lang, weil man oft einfach mehr Liebesgeschichte hatte, als wirklich, dass die Geschichte an sich voranging. Aber ich fand es trotzdem extrem gut, was da für Plots waren. Vor allem die Cliffhanger. Poppy ist die Auserwählte. Sobald sie den Segen der Göttin erhält, ist sie die Einzige, die zwischen dem Königreich Solis und dem dunklen Feind steht. So will es die Prophezeiung. Doch das Leben einer Auserwählten ist einsam. Niemand darf sie ansehen, mit ihr sprechen oder sie berühren. Als der charmante Hawk ihr neuer Leibwächter wird, ahnt Poppy noch nicht, dass sich ihr Schicksal und dass das ganze Königreich für immer verändern wird. Das ist der Klappentext zu Band 1 und ich kann, wie gesagt, nur empfehlen, diese Reihe zu lesen. Man hat erstens eine gute Love Story, zweitens hat man spicy scenes und drittens hat man trotzdem eine gute Fantasy Story, für mich jedenfalls. Also ich finde die Story mal was komplett anderes. Am Anfang fand ich das mit dieser Jungfräulichen und so, fand ich auch sehr weird und wie diese ganze Konstellation dort war und was sie dort machen musste und so. Aber wenn man drin ist, ich fand es wirklich gut. Ich kann verstehen, dass nicht jeder damit klarkommt, aber ich mochte es. Und das war das letzte Buch, was ich mir rausgesucht habe. Ich habe versucht, auf jeden Fall ein paar Bücher zu nehmen, die ich nicht schon 500 Mal gezeigt habe. Ich hoffe, da war das ein oder andere bei, was ihr noch nicht kanntet und vielleicht jetzt lesen möchtet. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wenn ich das Ganze nochmal machen soll, wenn ich mehr Fantasy-Bücher gelesen habe, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten könnt ihr mir gerne eure Fantasy-Empfehlungen in die Kommentare schreiben. Vielleicht picke ich mir da auch das ein oder andere Buch für meine Watchliste raus. In der Woche kommen 3 Videos online, deswegen würde es mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, wenn ich genug von mir bekommen könnt. Und in der Videobeschreibung findet ihr alle meine Social-Media-Links. Wir sehen uns am Montag wieder zu einem neuen Vlog und bis dahin. Tschüss. I don't see ya. These days I don't worry about much. I think we should have some more.